Gut. Was hat sie denn Interessantes für uns? Guten Tag, Madame. Guten Tag. Ich habe genug von dieser Schufterei, sag ich Ihnen. Mm. Tag ein, Tag aus, die gleiche Plackerei. Warum geben Sie es da nicht auf? Aufgeben? Was fällt Ihnen ein, mir zu sagen, ich soll meine Arbeit aufgeben? Ich dachte... Sie dachten wahrscheinlich, Sie wären zu gut für unser Eins. Nein, überhaupt nicht. Ich wollte nicht... Ich war früher Tänzerin, wissen Sie? Im Moulin Rouge. Na, was sagen Sie jetzt? Das ist ja wundervoll. Aber Alphonse war natürlich dagegen. Ich will nicht, dass du halb Paris deine Unterhosen zeigst, hat er gesagt. Such dir eine anständige Arbeit. Also habe ich dort gekündigt. Ein wahrer Vorreiter der Gleichberechtigung. Er war ein Engel. Und ich lasse nichts auf ihn kommen. Kennen Sie einen jungen Mann namens Vernon? Ich habe keine Ahnung, worauf Sie da anspielen. Ich bin eine verheiratete Frau. Aber unter uns, als ich noch tanzte, war das natürlich etwas anderes. Okay. Haben Sie kürzlich eine dunkelhaarige Frau gesehen? Nein. Aber vielleicht kann Ihnen unsere reizende Politesse helfen. Sie weiß immer über alles Bescheid. Das passiert uns allen, ohne Ausnahme. Was meinen Sie damit? Sehen Sie sich das Foto an. Sie haben ganz schön abgebaut. Das hört ein Mädchen am liebsten. Okay. Danke für Ihre Hilfe. Auf Wiedersehen. Au revoir. Boah, ist die schlecht. Die sind hier alle ein bisschen schlecht gelaunt. Und, huch? Nein. Jetzt muss ich nochmal... Ach, diese Steuerung. ich werde jetzt nochmal reingehen. Reingehen. Reingehen war, glaube ich, drüben. Wir wollen ja nicht andauernd durch einen Hintereingang. So. Denn die Nachbarin, wir haben ja an der Anfangssequenz gesehen, dass die Nachbarin, hier geht's doch rein, ne? Genau. Dass die Nachbarin durch die Tür gelugt hat. Und ich hoffe mal, ja, wir sind hier im richtigen Treppenhaus. Ich möchte gern einmal mit der Nachbarin reden, denn sie weiß definitiv mehr. Wie horch mal. Ich hörte den Fernseher. Vielleicht war jemand da. Okay. Keine Antwort. Entweder konnten oder wollten sie nichts hören. Es war die Tür zu einer Nachbarwohnung. Die Tür war abgeschlossen. Schade. Schade. Können wir jetzt hier so rein? Die Tür war fest verschlossen. Okay. Das hätte mich jetzt wirklich männlich interessiert. Weil die hat ja was gehört. Die hat ja definitiv... Naja, nicht... Doch, sie muss den Schuss ja gehört haben. Aber das sollte wohl nicht so sein. Ich gehe jetzt noch mal in die Wohnung. Weil mich interessiert... Yeah. Boah, du rennst so super, Mädel. Weil, ob Beatrice... Ich glaube, so hieß ja die Freundin. Ob die vielleicht nicht doch eventuell was gesehen hat. Also nicht was gesehen haben. Ich meine, nicht vielleicht doch wieder hier zurück ins Haus gerannt ist. Vielleicht sitzt sie hier ja. Ja, ja, da kümmern wir uns noch drum. Und die Leiche liegt hier immer noch. Sollte ich nicht irgendwie mal der Polizei Bescheid sagen oder so? Mal gucken, wir konnten ja jemanden anrufen. Vielleicht sollte ich telefonieren. Ja. Mach das mal mit André. Ich fragte mich, ob André wohl irgendeine Idee hatte. André Lobineau. Hallo André. Nico, mein Schatz, wie geht's dir? Ich stecke mitten in einer interessanten Reportage. Gerade wollte ich jemanden interviewen. Da wurde er erschossen. Mein Gott, bist du verletzt? Nein, aber die Mörderin entkam, bevor ich sie aufhalten konnte. Mörderin? Eine Frau? Richtig, aber es geht noch weiter. Ich glaube, das ist kein gewöhnlicher Mord. Oh je, bist du etwa wieder in eins deiner fragwürdigen Abenteuer geraten, Nico? Hey, was soll das heißen? Naja, immerhin ist dieser Idiot Stobbart diesmal nicht darin verwickelt. André, jemand hat mich fast umgebracht. Okay, okay.
Okay, diese André. Dunkelhaarige Frau. Das Dumme ist, ich habe keine heiße Spur. Die Mörderin muss doch irgendwelche Spuren hinterlassen haben. Such alles nach Indizien ab. Mal sehen, was ich finde. Im Fußboden der Wohnung ist ein Safe versteckt. In der Wohnung des Toten? Genau. Dann brauchst du jetzt wohl die Kombination des Safes. Ja. André, ich muss mich wieder auf die Suche machen. Wow. Ist gut, Nico. Ach, und was ich vorhin gesagt habe, es tut mir leid. Schon gut, André. Aber weißt du was? George mag viele Fehler haben, aber ein Idiot ist er nicht. Ruf mich an, wenn du meine Hilfe brauchst. Okay. Die Telefonnummer war 01-23-74-80-19. Ja, ich wollte nur noch mal gucken. Meine Sache ist, also ganz ehrlich, erstmal die Hilfe von ihm. Ja, dann brauchst du jetzt die Kombination. Wow. Wow. Hätte ich nicht mitgerechnet. Guter Einfall. Ja. Ich würde mal sagen, ich komme wegen der Kombination definitiv nicht weiter. Denn der Computer ist hinüber. Ich brauche da auch jetzt nicht doof rumgucken. Der Computer war nicht mehr zu gebrauchen. Ja, das sagte ich schon. An der Leiche brauche ich eigentlich... Er war tot. Ja. Sehr tot. Ja. Sonst war an der Leiche nichts zu entdecken. Okay. Okay. Ansonsten weiß ich nicht. So, hier geht's wieder raus. Oder ging's da ins Badezimmer? Ah, hier ging's ins Badezimmer. Hier sind wir ja auch durch. Dann, ich hätte so Lust, mit der Nachbarin zu reden. Ich denke mal, die könnte uns weiterhelfen. Okay, jetzt kommen wir hier raus. Ah. Boah, hab ich eine Orientierung. Ach, die Haustür war ja hier gegenüber. Ist denn hier, bis auf der Fernseher, war hier sonst nichts weiter? Die Leiche, nein. Komme ich hier raus? Die Tür war fest verschlossen. Okay, also hauen wir wieder über die Feuerleiter ab. So. Mann, das ist... Also, war das schon damals so mit der Steuerung? Ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Ich kann mich da absolut nicht mehr dran erinnern. Und es wäre so toll, wenn man sich mal hier ein bisschen umschauen könnte. Irgendwie. Den Kopf mal ein bisschen drehen oder sowas. Weil die Frage ist, wo... Beatrice ist ja weggerannt. Die ist irgendwie weggerannt. Und meine Frage ist jetzt, wo? Da brauche ich jetzt auch nichts. Das kaputte Rohr konnte ich jetzt nicht mehr zum Klettern benutzen. Nee, das habe ich mir schon gedacht. Kannst du nicht irgendwie die Kiste... Nein. Da hast du ja überall schon geguckt, ne? Ja, nichts ja. Als Müll. Nein. Okay. So. Da kommen wir nicht rein, ist zu. So, da war nur die Möglichkeit. Dann rennen wir nochmal geradeaus weiter. So. Ich überlegte, ob ich woanders hingehen sollte. Okay. Ja, das machen wir. Wir reisen jetzt in unsere Wohnung. Und beschloss, zurück in meine Wohnung zu gehen. Genau. Denn du hast ja den freien Willen. Haben wir ein anderes... Oh, wir haben uns ein bisschen verbessert. Okay, da ist der Anrufbeantworter. Es war ein Foto von meinem alten Freund George. Ich fragte mich, was er wohl gerade machte. Wahrscheinlich saß er gerade irgendwo bei einem Geschäftsessen für seine Kanzlei. Wir hatten viel Spaß zusammen gehabt und einer Menge Gefahren getrotzt. Die Aufnahme müsste eigentlich... Oh, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Vom 1.
Tochter vom zweiten Teil sein, weil da ist ja der Typ mit drauf gewesen mit diesem Halbmond im Gesicht. Okay, was hast du denn da? Ich wagte nicht hineinzusehen, aus Angst vor dem, was ich vielleicht finden würde. Naja, gut. Da müssen wir auch nicht. Die Bücherregale helfen uns auch nicht weiter. Da geht's wahrscheinlich ins Badezimmer. Und ich habe nur gesehen, hier der Anrufbeantworter. Mein altes, lediertes Telefon hatte bessere Tage gesehen. Vielleicht sollte ich meine Nachrichten abhören. Sie haben keine neuen Nachrichten. So viel zu meinem tollen Privatleben. Mhm. Vielleicht sollte ich telefonieren. Mit der Zeitung, ja, das sieht doch gut aus. Ich sollte mich bei meiner Zeitung melden. La Liberté, guten Tag. Candice, ist der Boss da? Ja, aber er hat eine Besprechung. Richte ihm aus, er soll heute Nachmittag eine Vertretung für mich bestellen. Oh, hat sich der Computerfreak als süßer Typ entpuppt? Nicht direkt. Sagen wir, der Vormittag war voller Überraschungen. Jetzt bin ich neugierig. Hast du schon was? Ich arbeite noch dran. Ich melde mich, sobald ich mehr weiß. Übrigens, weißt du irgendetwas über diesen Programmierer? Nur, dass er einer der Besten sein soll. Danke. Okay. Bis dann. Ich habe jetzt noch, mir ist gerade eben noch eingefallen, Mensch, wir haben noch Sachen im Inventar. Könnte denn vielleicht... ich habe schon überlegt, die Kontonummer hatten wir ausprobiert. Das ist ja dummsinnig. Die Telefonnummer... Es war die Karte, die ich bei der Leiche gefunden hatte. Seine Telefonnummer war 01-23-74-80-19. Du musst nicht jedes Mal alles von vorne vorlesen. Gehen wir auf das Notizbuch. Was haben wir hier? Vernon Billier, 8 Uhr. Schüsse in Vernons Wohnung. Bin Mörderin begegnet. Junge, dunkelhaarige Frau. Umblättern. Kleiner Safe unter den Dielen von Vernons Zimmer versteckt. Tastatur, jo. So. Dann wollen wir diese mal drücken. Da tut gar nichts. Mehr ist hier nicht. Okay. Der Fernseher. Der Fernseher, was haben wir da? Ich hatte den Fernseher und den DVD-Player schon vor einiger Zeit gekauft, aber bisher kaum Gelegenheit gehabt, sie zu benutzen. Guck nicht andauernd so auf dein Telefon. Kann es sein, dass ich drüben doch noch nicht fertig war? So. Huch. Hallo? Cool gemacht. Was haben wir denn? Nein, hier, ich will das. George hatte mir dieses Bild gegeben. Ich brachte es nicht fertig, es wegzuwerfen. Ist ja auch ein schönes Bild. Warum auch? Okay. Ich würde mal sagen, wir gehen wieder zurück in seine Wohnung. Hier war sonst nichts mehr. An die Kiste kommen wir nicht mehr ran. Jo. Ich überlegte, ob ich die Wohnung verlassen sollte. Ja, solltest du. Und beschloss, zu Vernons Wohnung zu gehen. Eine gute Entscheidung. Eine sehr gute Entscheidung. Okay. Die Frage ist, was... Oh, das ist... Alter. Spring doch nicht so. So, wir müssen vielleicht irgendwie versuchen, über die Mauer zu kommen. Ist an dem Auto irgendwas? Nein. Okay, ich guck mal, ob ich mit der Politesse noch mal reden kann. Entschuldigung, die kurze Unterbrechung. Wie es nun mal so ist, dann setzt man sich hin, nimmt endlich auf und dann klingelt das Telefon. So, ich wollte mit der Politesse noch mal reden. Weil Beatrice ist ja weggerannt. Bonjour. Ja? Okay. Danke für Ihre Hilfe. Auf Wiedersehen. Klar. So, dann gehen wir halt nochmal hier in den Park.
Was auch immer mir das jetzt bringt. Ich hoffe mal, dass man hier vielleicht irgendwo... Nein. Lauf doch mal weiter, Mädel. Bis auf diese... Hier ist auch nichts. Hier saß das... Oh, Entschuldigung. Da ist sie voll dagegen gelaufen. So, und hier ist Beatrice rausgerannt und ich kann da nun mal nichts machen. Kann ich hier irgendwas machen? Nein. Hier irgendwas? Nein. Moment. Warum zeigt er mir schon die ganze Zeit da unten die Punkte an? Und wenn ja, dann habe ich es jetzt erst gesehen. So. Ach, dammig. Okay. Okay. Ich habe mir hier irgendwie ein bisschen mehr erhofft. Ganz ehrlich. So, hier komme ich nirgendwo hoch. In der Wohnung ist auch nichts. Ich konnte die Tür nicht öffnen. Sie war abgeschlossen. Das war mir klar. Ups. Warum habe ich das Gefühl, irgendwas müssen wir doch... Dammig. Ich habe das vorhin schon ausprobiert. Es hat nicht geklappt gehabt. Dann gucken wir doch nochmal hier rum. Aha, aha. Was ist das denn da? Auf dem Boden lag eine dunkelhaarige Perücke. Interessant. Was haben wir denn hier? Was haben wir denn da? Es war eine Perücke. Eine teure sogar. Aber, noch wichtiger, sie war eine genaue Kopie meiner Frisur. Deshalb hatte die Polizei also keine dunkelhaarige Frau gesehen. Oh, und einmal kurz gehangen. Ist denn da drin was? Das Innenetikett war herausgetrennt worden. Die Mörderin hatte alle Spuren verwischt. Fast. Es waren ein paar blonde Haare darin. Die Frau, die ich verfolgte, hat also nicht schwarzes, sondern blondes Haar. Okay. Das ist doch mal gut zu wissen. Haben wir hier sonst noch irgendwas? Zufällig eine Waffe oder... Was haben wir da? Nix. Okay. Dann fragen wir doch noch mal nach einer blonden Dame. Da brauche ich gar nicht durch. Die Tür ist zu. Dann fragen wir doch einfach mal die Politesse nach einer blonden Dame. Jawohl. So. Einen wunderschönen guten Tag. Bonjour. Ja? Blond. Haben Sie vorhin eine blonde Frau hier vorbeirennen sehen? Ja, ungefähr Ihre Größe, muskulös, Schuhgröße 36 oder 37 und ich glaube, sie war keine Französin. Erstaunlich. Nein, nicht erstaunlich. Nur Übung. Übung? Tut mir leid, mehr darf ich Ihnen nicht sagen. Mhm. Sehen Sie sich mal diese Perücke an. Sehr interessant. Für eine Perücke. Die habe ich gefunden. Wirklich? Sind Sie aber klug. Sie gehörte der Mörderin. Sie stehen also wirklich in Verbindung mit der Schießerei? Oh ja. Und ich brauche jeden Hinweis, den ich bekommen kann. Danke für Ihre Hilfe. Auf Wiedersehen. Okay. Eine blonde Frau. Dann reden wir doch noch mal mit den anderen hier, mit diesem Jungspund zum Beispiel. Wo ist der denn jetzt schon wieder hin? Der mit seinem Skateboard. Da. Ey, du da? Hallo. Oh, hallo, schöne Frau. Nettes Skateboard. Ein Skateboard allein nützt nichts. Man muss damit umgehen können. Habe ich auch gehört. Ich suche eine blonde Frau. Ich auch. Du bist ein witziger Kerl. Ich gebe mir Mühe. Aber im Ernst, hast du nicht gesagt, du suchst eine dunkelhaarige Frau? Habe ich das? Jetzt hast du mich verwirrt. Ich weiß. Diese Wirkung habe ich auf alle Frauen. Ich habe überhaupt keine rennenden Frauen gesehen. Die meisten Weiber bleiben stehen, wenn sie sehen, was ich mit dem Board alles kann. Sieh dir mal diese Perücke an. Ganz hübsch. Steht mir aber nicht.
Sie gehörte der Frau, die Vernon umgebracht hat. Eine Frau? Wie? Was für eine grausame Welt. Okay. Danke für Ihre Hilfe. Auf Wiedersehen. Danke für Ihre Hilfe. Dann reden wir jetzt nochmal mit der Dame hier drüben.